Hey Freunde, ich bin Christine Stark und ich erzähle euch jetzt sehr gerne etwas zu meinem neuen starken Album. Wir haben ein tolles Interview geführt und hier gibt es für euch noch einmal die Antworten persönlich von mir. Das Album Stark ist ein intensives, facettenreiches, rockiges, lautes, leises, gefühlvolles und intensives Album. Stark bedeutet, dass man auch mal schwach sein kann. Auf diesem Album gibt es intensive Themen, die unter die Haut gehen. Und stark bedeutet, mutig zu sein. Stark ist für mich ein Gefühl der Liebe in all ihren Facetten. Geschrieben Wochen, Monate lang, meistens bis tief in die Nacht. Ich bin bei jedem Atemzug von den einzelnen Songs, bei jeder Entstehungsphase dabei gewesen, ob es kleine erste Piano-Melodien waren, ob es Gitarrenriffs waren, ob es Solos waren. Ich war bei jedem Step dabei. Ich habe also nicht nur in meiner Gesangskabine gesessen und eingesungen, sondern ich habe jeden einzelnen Song in seiner Entwicklung, in seiner Art und Weise zu wachsen, miterlebt. Ich bin total drin in diesem Thema und ich liebe dieses Album über alles, weil es wirklich stark ist. Und ich bin unfassbar stolz darauf, dass ich, Christine Stark, es präsentieren darf. Das ist mein Baby. Ich nicht ist einer meiner absoluten Lieblingssongs und ich glaube, das wissen die Fans und Freunde da draußen auch, denn auf jedem meiner Auftritte ist dieser Titel mit dabei. Er spricht mir einfach aus der Seele und ich habe gedacht, bei einem starken Album, wie wir es jetzt haben, da darf dieser Song einfach nicht fehlen. Mich begleitet dieser Titel schon so lange und ich bekomme immer ein ganz großes Grinsen im Gesicht, wenn die Gitarrenriffs am Anfang anfangen und die Musik losgeht und die Bassdrum haut rein, dann weiß ich ganz genau, jetzt kommt ich nicht. Und das dann mit den Menschen da draußen zu teilen, das ist einfach genial. Dieser Titel durfte auf dem starken Album also nicht fehlen. Wir haben bewusst, ganz bewusst, ihn noch einmal neu aufblühen lassen. Und ich freue mich sehr, dass ich nicht nach so vielen Jahren nochmal weiter mich begleiten wird. Und ich nicht ist einfach geil. Ich kriege dieses Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ich liebe diesen Song. Ich persönlich liebe Gitarren. Ich finde einfach, dass sie so eine gewisse Atmo versprühen, die leben lässt. Ich bin leidenschaftliche Motorradfahrerin und ich finde, das geht immer fast Hand in Hand mit Gitarren. Und wenn ihr meine persönliche Playlist jetzt sehen würdet, dann würdet ihr sagen, alles klar, das erklärt so einiges. Ich bin nämlich ein tierischer Fan von so richtigen Rock-Klassikern. Also zum Beispiel, wen haben wir denn da? Here I Go Again von Whitesnake. Da geht sofort der Groove los. Wir haben Kiss zum Beispiel, Made for Loving You. Wir haben Under Pressure von Queen. Also so richtige Rock-Klassiker. Da geht mein Herz auf. Und ich liebe es. Ich finde es so, so toll, dass wir das jetzt quasi in den Schlager verpacken und dass ich es repräsentieren darf, denn das ist total mein Ding. Naja, aufgrund der aktuellen Situation ist es etwas schwierig, dass wir uns alle irgendwo auf irgendwelchen Live-Auftritten wiedersehen können, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und wir werden uns wiedersehen. Es gibt viele tolle Fernsehtermine zum Beispiel, bei denen ihr mich live begleiten könnt und im Fernsehgarten, immer wieder sonntags. Wir haben tolle MDR-Shows, die kommen werden. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn dann endlich wieder die Türen geöffnet werden und wir uns live sehen. Das bedeutet, jetzt zum Beispiel feststehend, die große Schlager XXL Tour 2021. Unsere Termine sind dahin verschoben worden und noch ein paar dazugekommen. Ihr könnt mich live bei der Matthias Reim Tour 2021 sehen und ich habe auch ganz viele tolle Solo-Gigs dann, wo ihr mich treffen könnt. Ich freue mich mega auf euch, endlich euch wieder irgendwo live bei mir spüren zu können. Für mich gibt es nichts Größeres, als Musik mit euch live zu machen. Das möchte ich unfassbar gerne mit Lederjacke im Schlagerbereich. Ich freue mich tierisch drauf. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr weiterhin tapfer bleibt. Wir werden diese Zeit überstehen und die Türen werden sich wieder komplett öffnen. Und dann rocken wir wieder gemeinsam, so als wäre es das erste Mal. Und genau auf diesen Moment freue ich mich wahnsinnig. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns endlich bald mal wieder drücken können und den Corona-Check irgendwann mal beiseite schmeißen, wenn es denn endlich geschafft ist.
Ich hatte mir jetzt die Fragen nochmal ausgedruckt und ich muss ganz ehrlich gestehen, diese eine Frage ist so zauberhaft beschrieben, dass ich sie gerne vorlesen möchte. Zum Abschluss noch zwei Fragen abseits des neuen Albums. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich gerne mit einem Augenzwinkern kurz die Zeit dafür nehmen könnten. Also unfassbar niedlich finde ich ja, dass ich gesiezt werde. Vielen lieben Dank, aber bitte sagt alle du, ich bin Christine für euch alle. Und jetzt kommen die Augenzwinker. Wie startet ein Tag im Leben von Christine Stark? Workout mit Personal Trainer oder Kaffee mit Croissant? Das kommt drauf an, wie lang die Nacht davor war. Also wenn ich mit meinen Mädels ein, zwei Flaschen Wein geköpft habe, dann sehr gerne Kaffee und Croissant. Aber ich tendiere dann doch eher zum Personal Trainer mit Workout. Action! Das Blut muss in Wallung kommen und dann kann der Tag beginnen. Zuerst ein Blick in die sozialen Netzwerke oder erstmal etwas Zeit für sich? Das ist eine total geniale Frage. Ich glaube, das Gesündeste ist erst einmal Zeit für sich. Muss aber gestehen, dass schon das Handy sehr schnell in der Hand ist, denn es gibt immer etwas zu tun. Ich bin Künstlerin durch und durch. Das bedeutet, ich bin nicht nur Sängerin auf der Bühne oder leidenschaftliche Songwriterin, sondern ich bin auch kreativ bei der Arbeit, wenn es um Fotos, um Videos geht. Alles, was kreativ mit meinem Beruf zu tun hat, ist meine Welt. Und da ist die erst einmal etwas Zeit für sich sehr, sehr schwer, beziehungsweise ich tue mich schwer damit, zu relaxen und zu entspannen. Das möchte ich dann gerne bewusst machen, dann einen kompletten Tag frei nehmen. Aber jetzt gerade zählt für mich nur eins, denn mein starkes Baby kommt raus, wird veröffentlicht und ich bin unfassbar stolz darauf, sehr nervös und kann nur sagen, vielen lieben Dank für dieses Interview. Ich freue mich wirklich sehr und ich hoffe, dass wir uns alle ganz bald wieder drücken können und dann feiern wir gemeinsam stark. Mua! Eure Christine.